Oh, tja, da war der Beitrag wohl müde. Sie auch? Ich frage ja nur mal. Ja, natürlich, ich meine wahlmüde eigentlich. Den Amerikanern geht es nämlich derzeit ähnlich. Mal liegt Obama klar vorn, dann wieder McCain, jetzt doch wieder Obama. Was so richtige Wechselwähler sind, die entscheiden eben spontan. Allerdings haben die Amerikaner jetzt noch eine echte Alternative, die Apathiepartei. Unsere MoMA-Surfer Markus Richter und Norbert Polster stellen Ihnen diese sympathischen Politiker vor. Hallo. Hallo, willkommen auf unserer offiziellen Internetseite. Diese total engagiert wirkenden Personen sind die drei Spitzenkandidaten der US-amerikanischen Apathiepartei. Denn während sich Republikaner und Demokraten im Kampf ums Präsidentenamt eine Medienschlacht nach der anderen liefern, schleicht sich die Satire mit dem Eichhörnchensymbol übers Internet in die Herzen der Wähler, zum Beispiel mit eloquenten Beiträgen zu Themen wie Technologie. I know this one. Das kenne ich. Finanzen. Ökonomie. Ja. Ja. Gab es denn ja nicht einen Kaffee irgendwo? Könnte ich bitte einen Kaffee haben? Oder soziale Sicherheit. Frei nach dem Motto aller Politikverdrossenen. Was auch immer.